Was ist das denn für ein Klon? Was hat der für eine Mütze? So? Sieht aus wie so ein Ghostbuster-Aluhutträger. Die fragen mal erstmal höflich, ne? Wer bist du überhaupt, ne? Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignorier mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Ach, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Kein Kontakt. Kommt mir bekannt vor. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Ich hab doch nicht etwa... Oh doch. Dann rückwärts einparken. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Guck mal. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. 1 Million Fragen? Wer bist du überhaupt? Was treibst du da eigentlich? Was ist denn aus deinem Kopf? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Wenn er weiß, welche Frage ich stellen würde, warum beantwortet er sie nicht gleich? Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Die Zeit zurück. Und wieder? Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Das hat man doch schon alle hier. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Das habe ich doch schon gestellt, die Frage hier. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Na gut, wie meinst du das? Na gut, wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke.
Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe. Nein, warte! Oh oh. Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm? Was? Moment, ich kenne dich! Du bist McChronicle! McChronicle. McChronicle. Das hieße ja... Du kannst dich erinnern? Und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Ach du Dickertei. Kommen. Ja, da kommt der Jani. Kommen. Bandit. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nicht träumen lässt. Stopp! Oh nee, nicht schon wieder. Achso, ich muss noch was tun hier. Und? Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Ach, muss ich... Versteckt sich dieses Mistvieh nur? Hier ist ein Nilboot. Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Ich geh mal zum Nilbot. Gate-Tür öffnen. Eiswürfelspender. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Hab ich das? Nein. Ich hab noch kein passendes Gefäß. Warte mal, Klappe. Oh Gott. Nach links. Nach rechts. Ich glaube, da können wir noch nichts machen. Wir können noch nichts machen. Tür wieder zu. Genau, wir gehen nochmal raus. Und sowieso erstmal gucken, was das überhaupt ist. Gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Ab in die Kneipe. Wo ich nicht lesen kann, wie die heißt. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Wie jetzt? Hier ist doch einer. Hier sind auch noch Raketen, aber da können wir jetzt nicht machen. Komm mal hier hin. Oh, nie wieder. Hörst du, Tag? Nie wieder? Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Da ist es ja. Was? Das ist der Tack. Das ist der. Wie, da geht's auch noch rein? Der Barbesitzer oder was?
Oder der Kneipenbesitzer? Auf Tack ist immer Verlass. Zumindest, wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Anscheinend. Hoho, Tack. Dir auch einen schönen Tack-Tag. Tack-Tack. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans. Was für Fans, das frage ich auch gerade. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Lol. Wo finde ich Toni noch gleich? Okay, das brauche ich jetzt nicht. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Der lenkt mich immer ab, wenn er die Gläser von Juno retten will. Das war doch bis jetzt nur einmal. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Tja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Warten wir ja. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Mach mir eine Skizze. Kotze erstmal hier aus. Tack. Ah, da war ein Vampir-Schnabeltier. Bernards Hütte. Ja, das ist doch nicht der Besitzer, ha? Huh? Gehen wir mal hier lang. Oha. Da kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Da war doch der Bekloppte da oben, der drei Jobs hat hier, dieser vom ersten Teil.
grillt der denn da? Oh, ein Eichhörnchen, glaube ich. Sun. Nee, der heißt Sun. Eichhörnchen. Oh, nö. Das ist die Band. Das sind die Backstreet Boys. Sind ja immerhin so fünf. Eine Wumme. Krass. Eine Schrottflinte. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblings-Deponia-Abenteuer. Eine Schrottflinte. Können wir die nehmen? Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Oh, was denen hier alle fehlt da, diese Wumme. So, das wollen wir uns mal mit den Sun unterhalten. Hallo, Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Sun. Amtierender Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur drei Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Chewabchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Oh. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Haligal und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja. Nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Okay. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur. Ach so, ja. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Ach, das muss ich irgendwo auch noch herbesorgen. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltier. Oder Murmeltier. War nicht Randale-Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee Murmeltiere. Oh. Was soll der Quatsch mit dem Licht und dem Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Wird aber der Moment hier kalt. Na dann, Grill und Rode gut. Das hatte ich vor. Gut. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nein, dann unterhalten wir uns mal mit der Band. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Sieht aber nicht gerade vor. Der puppelt in der Nase. Der sieht aus wie Captain Iglo. Der sieht aus wie so ein Seppel. Der hat Hunger und der... Dem ist alles scheißegal. So. Ach, dann gehen wir mal hier rein. Oha! Wen sehen wir denn da? Kenn hier, außer den hier, den Rattenjungen, kenne ich hier alle, so wie es aussieht. Wenzel haben wir hier. Denn diesen Typen, warte mal, wo war der nochmal?
Ach ja, das war der mit den Tauben, der Typ da. Die Olle stand immer im Rathaus und der war auch Teil 1 hier bei dem Notsignalzeugs. Dingens da. Kartoffelhalbiermaschine. Ich geh wieder raus. Nee, hier ist was anderes. Okay. Stadttor zum Stadttor. Okay, dann muss ich wohl hier lang und dann unterhalten wir uns erstmal mit Wenzel. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Wenzel, bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit ihr auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann. Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Du wirst schon sehen. Toni, ja klar. Ein Honigspender? Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Hier ist ein Faulobst legen. Das reinste Faulspiel. Okay. Das ist eine Kartoffelhalbiermaschine. Wie das Licht immer ausgeht, wenn er da in der Nähe ist. Und wenn ich jetzt hier wieder hingehe. Nee. Aber gleich, Rattenjunge. Der arme da. Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Na, lass uns mal unterhalten. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Ratatatatat. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen... Ich würde wirklich gern, aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Kann ich das spielen? Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Na, ihn hier. Komm schon, Rattenjunge, lass uns spielen. Aber ich bin noch zu jung. Ach ja, ist er zu jung. Ich war zuvor laut Nagetierboy. Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war besser. Nagetierboy.